Servus! Ich bin wieder mit dem Rückewagen unterwegs. Willst du mich kennt's, nicht? Jawohl! Also, heute habe ich die Wanne rum. Schaut es euch an. Die Wanne schaut so aus, wie ich es im letzten Video erklärt habe. Das ist einfach der Affikum. Zusatzrunge habe ich ausgezogen, heute, weil heute wäre die Fixlinge nachgefahren noch. Ideal, das geschnallt einmal weg. Das ist ein Nest. Da ist die Wanne ideal. Ja, ein bisschen graupertes Zeug. Da haben wir da den Pfleg rausgerissen. Gehe ich gleich noch hin. Dann können wir sich den Pfleg auch noch anschauen, ob er da oder ins Feld rein, dass das Feld wieder grand ist. Da habe ich ein bisschen das geschnallt zusammen und dann mit den Händen noch den Rest und dann passt die Sache. Ja, da fange ich jetzt dann an. Das Geschnallte, das ist eigentlich das ideale Brennholz. Also das ist die Harnickel da. Aber so, wo soll es da anfangen? Ne? Wo soll es da anfangen? So, da haben wir das Eck da rausgemacht. Da ist schon eine Junganpflanzung drin, da ist die Jugendlichen und da hinten haben die anderen. Ja, da haben ein paar Käferbauern noch, da werden wir nur ein bisschen was ausreißen, aber das Eck, das war der abpflanzt. Und wenn du euch erinnern kannst, das ist der Fleck, da wo ich meine Kastanien herpflanzt habe. Also da, einer habe ich Kastanien gepflanzt, da zum Beispiel so einer. Da schauen wir im Frühjahr wieder her, weil die ausschauen, aber die schauen eigentlich gut aus, die haben noch ein bisschen austrieben im Herbst. Da ist noch einer, schaut das auch an, super Knospen, super Knospen. Also, schaut, da ist nur einer, schaut super gut aus. Könnt ihr euch noch erinnern, das ist der Pfleg. Genau, und da haben wir das, da haben noch am Eck da, um das Eck um, wir haben da noch Baum gestanden, die haben wir jetzt weg, weil es nicht not tut. Die haben eh recht mager benannt gewesen. Und ja, da pflanzt man wieder was Neues an. Da haben wir so Stempenstelle an, weil das ist recht praktisch ums Eck rum. Wenn wir da hinten wieder was rausschneiden, weil dann rückt man das da oben, bei dem Weg oben und um die Kurven um, weil wir haben keine andere Möglichkeit, außer ins Feld rein, und das Feld rein ist keine Option. Wir müssen das Vierer rücken auf so eine kleine Stolligung. Und da ist das eigentlich ganz gut, wenn man da die Stumpen so still hat, weil dann kommen die Bäume, wenn du da so bei 20 Meter runterziehst oder 15 Meter um die Kurvennummer, kommen die dann nicht in die Anpflanzung rein. Dann stumpfen das, darum haben wir das still an, weil da werden wir schon vielleicht auch wieder irgendwann Laubholz einpflanzen oder was weiß ich, das weiß ich noch gar nicht. Also da schauen wir mal, Buchen kommen, aber die kommen überall. Jawohl, so, dann haben wir da noch einen Mahlbaum. Der Mahlbaum, das ist ja Pappel gewesen, die haben wir auch weggeschnitten, der ist Marz ins Feld reingehängt, die haben wir weggetan. Das ist ein Mahlbaum, sagt da der andere, sagt dazu ein Mahlbaum, ne? Wisst ihr, was das ist, oder? Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare, ich mache mal ein Video drüber. Ja. Und da sieht man mal, wie schnell da ein Baum wachsen kann. Also wenn man sich die Jahresringe anschaut, dann haut die weg. Jetzt, wenn ich da einen Meterstab einmal hinlege, da bin ich bei 1,5 cm ungefähr, wo es der wächst, hinwächst dann ein Jahr. Das ist unglaublich, gell, wie schnell so ein Pappel wächst. Schaut es euch an. Das ist nicht älter wie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ja 20 bis 25 Jahre, 20 bis 25 Jahre so ein Pappel noch. Habe ich vorne liegen. Können wir sich dann auch nochmal anschauen. Was haben wir da? Ja, um die 40. Ja, 35 bis 40. 35 bis 40 Durchmesser auf 20, 25 Jahre wächst da so ein Pappel. Ich glaube, da kann man schon sagen, die sind schnell wachsen, oder? Die wachsen durch, mit Sau. So, haben wir ein bisschen auch Heichen angeschnitten, dass wir da unten einen Mahlbaum noch haben für die Sau. Und den Erdstamm, den wir da noch haben, das zeige ich euch da vorne noch, den wir am Sägewerk wieder zum Ausschneiden. Jawohl. So. Genau. Da haben auch ein paar angespritzt drin, Tiere. Da haben auch ein paar Tiere drin, aber das ist jetzt wurscht. Also, ich lege auf da das geschnallte Zeug, mit schon dir und Rückgewagen bin ich wieder unterwegs. Jawohl, mein Hirsch! Ja! Jawohl! Also, ich lege auf, ihr schaut zu. Freuen hat's mit der Teufel, da wennst du fährst, da staust in der Haus das Knacko! Also, auf geht's, legen wir auf. So, Fahrtl ist fertig. Ein bisschen was liegt nicht an, das machen wir mit der Hintertasse da. Da ist jetzt nicht mehr der Teufel, schwere ist um. Da bringt man schon was auf, oder? So ein Warner. Das ist auf alle Fälle. Das ist auf alle Fälle was, nicht? Da liegt noch ein bisschen was. Ja, gut. Oh, das ist gescheit voll. Ja. Und das fahren wir jetzt heim. Und da die Dinger, die da noch drin liegen, die da, das ist Brennholz. Da, das. Schaut euch die Nester da, wo die ausgewachsen sind. Die sind nicht Randbaum, ne? Ja. Hier muss ich alles auf. Es brennt wie der Teufel, weil da ist die Dichte vom Holz viel, viel mehr. Sagen sie allebei. Darum brennt das so gut. Wenn es da hast, das ist unglaublich. Das ist das beste Pizza. Das beste Pizzaholz. Ja? Kennt ihr jetzt ein Pizzaholz? Das ist ein Pizzaholz. Wenn du einen Steuerofen Pizza machen willst, dann haust du die Hanne kleine. Du hast 250 Grad, dann wird die Pizza besser wie beim Italiener. Jawohl! Ich weiß nicht. Aber gut auf jeden Fall. Ne? Pizza, sagt er alleweil. Eine Pizza, die braucht eine kurze und eine starke Hitze. Wie so manch anders. Die werfen wir jetzt ein bisschen aus. Die Hanickel da. Schaut euch das an. Pizzaholz. Pizzaholz. Fakt ist, das ist schade zum Herastlingladen. Die Rampam, die haben aber das beste Pizzaholz, was es gibt. Ja, also ich meine, da haben wir es jetzt alle, wenn dann. Komm ja dann auch nochmal mit dem Arm, mit meinem Kranarm, ne? Mit meinem Kranarm und tu das raus aus dem Feld. Und dann passt das wieder. Ja, da drinnen haben wir auch noch einiges legen. Das werfen wir auch nicht weg. Das wird auch, ist auch Brennholz, das wird auch eingeschürt. Ne? Anschnitte, Waldbart und so weiter. Und da Pizzaholz. So. Also, hat's gesehen. Ah, vielleicht fahre ich da umlaufen, ich glaube, das ist noch zusammen. Na, mal schauen. Ja, aber habt's gesehen. Jetzt fahre ich das heim und dann fahren Fixlingen auflegen. Jawohl, so, jetzt wollte ich euch noch was zu der Steuerung erzählen von der Rückewagen. Ich hab's schon da. Jawohl, also, wenn das Ganze funktioniert, wenn das abläuft, als allererstes einmal Zapfwellen einschalten, dann läuft hinten Zapfwellen sozusagen, dann ist der schon mal so weit führt der Rückewagen und dann bei der Steuerung gibt es da einen Knopf zum Einschalten. Drückt man drauf, dann ging ein Lampen an und dann ist allererste alleweil Stützen. Alter. So, das nehmen wir jetzt einmal. Dann ist wichtig, dass der gerade steht, weil wenn er schief steht, dann geht gar nichts, weil der Kran hinten ist so schwer, dass wenn du da schief stehst und den auf die Seiten schwingst und hast einen Wagen leer, dann haut es den Wagen ab. Also der hängt dann schon am Anhängmal, aber im Endeffekt ist er fort. Ja, und dann wirst du wieder aufstellen. So, also, das heißt, Stützen nach unten und dann kannst du eigentlich anfangen auflegen. Also im Endeffekt schaut das ganze Ding so aus. Da Stützen, wie gesagt. Und dann hat man eigentlich die zwei Hebel, die kann man drehen, beide und überall hin drücken. Also drehen und drücken. So, jetzt wenn man da auf den Hebel, wenn man praktisch in die Seiten hin dreht, dann geht die Zange rauf und wenn man in die Seiten hin dreht, geht die Zange zu. Ja, eigentlich ganz einfach. Bei denen ist es so, da geht der Ausleger raus, also die 2x1,20 Meter Ausleger geht raus, wenn man so tut und wenn man anders tut, geht der Ausleger wieder rein. Genau. So, und dann hat man den Hebel noch, also auf und ab und dann hat man auf der Seite noch her und weg. Also nochmal. Eigentlich ganz einfach. Oben, Affe, herziehen, wegziehen oder wegdrücken. Dann links umschwenken, rechts umschwenken und das ist, dass die Zange dreht. Rechts um mich dreht er sich rechts um mich, links um mich dreht er sich links um mich. So, das sind eigentlich alle Funktionen, was man braucht. Die anderen Sachen, die sind eigentlich nicht einmal so wichtig. Da ist nur ein Havel dort, der kann den ganzen Kran schneller machen und langsamer machen. Also dass von der Bewegung her der schneller und langsamer geht. Ich habe eigentlich immer auf der langsamsten Stelle, weil ich bin wirklich nicht der beste Kranfahrer, aber auch nicht der schlechteste. Ich bin so in der Mitte drin. Also das heißt, ich mache lieber dann Tour Schildkröten, ist mir lieber, weil da, das ist für mich, verstehst? Also ich bin da ein bisschen langsam unterwegs, aber ich habe auch Zeit. Ich bin ja nicht auf der Flucht, ne? Jawohl. Also, wie gesagt, da haben auch noch Hebel, die sind aber nicht so wichtig. Das Essentielle sind Stützen, drum hergeschrieben, Stützen, sonst, wenn man das vergisst, geht der Wagen im Bach runter, ne? Und der Hebel, ja, mehr ist nicht. So, und jetzt laden wir auf, weil da liegt einiges da. Also da fahre ich mindestens 3-4 Mal aufladen und auffahren. Und da hinten liegt nur was. Mein Gott, nein. Wenn ich sowieso nicht fertig bin, fahre ich auch nicht. So, das dauert noch länger. Da habe ich noch was zum Auflegen. Da liegt schon was um und da unten, da liegt nur was. Das dauert noch. Ja, so. Also, das war jetzt ein bisschen noch Rückewagen, nur mal ein Nachtrag, weil die einen oder anderen gefragt haben, welche der Fernsteuerung jetzt hat das ein bisschen gesehen. Wenn das zu wenig Information war, wenn wer noch mehr wissen will, natürlich gibt es noch viel, viel mehr Feinjustierung und Spezifikationen. Was der Teufel weiß, der schreibt es in die Kommentare rein, dann mache ich nochmal ein Video, ein detaillierteres. Ansonsten ist das für das gewesen, sonst wäre es kompliziert. Ja. Sagt man, sonst ist alles hydraulisch. Vielleicht Ursache nur auf den Rückewagen ungefähr 10 Festmeter. Also ungefähr 10 Festmeter bringst du dafür. Nochmal, wenn du ein bisschen einen Schober machst, 10 Festmeter. Ungefähr. Ja, ein bisschen einen Schober auf. Kommt natürlich wieder auf den Stamm drauf an. Aber sagen wir so, Pi mal Daumen, 10 Festmeter ginge da auf. Nicht ganz. Sagen wir 8 bis 10. 8 bis 10, genau. An und für sich bin ich sehr zufrieden, aber mir hat er ein bisschen zu wenig Kraft. Aber da kann man jetzt sagen, was man will. Die Kraft haben die Maschinen sowieso allerweil zu wenig, oder was sagt es jetzt? Und ja, ich glaube, das nächste war ein Rückezug und das ist mir einfach. Das passt für mich nicht, weil ich brauche einen Bulldog für einen Hof und so weiter, wisst ihr sowieso. Und da bin ich ein bisschen Allrounder. Und wenn ich einen Rückezug habe, dann kann ich mit dem Rückezug nicht ein Bettel umgruppern. Verstehst du, was ich meine? Also, darum ist das mein Gespann. Es gibt natürlich noch einen Rückewagen, nur mal eins umtrieben. Klar, das war jetzt das, was mir vielleicht noch down hat. Muss man sich aber gescheit überlegen, was da wirklich dann so wirklich der Vorteil ist oder ob es da wirklich so einen krassen Vorteil gibt. Aber an und für sich bin ich ganz zufrieden, aber Kraft ist halt schwierig vom Rückewagen. Das Heben, hat es gemerkt, jetzt, wenn man da drei solche 30er Stamm nimmt, so, dann und bist ein bisschen bergauf zum Schwingen. Scheiße. Ja. An und für sich passt, ich leg weiter drauf. Ich wünsche euch noch was. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte schön einen Daumen nach oben, wenn es euch taugt hat. Und ganz wichtig, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Jawohl. Sonst gibt's nicht, sagt der eine oder andere. Jawohl, ich sag wieder Dankeschön, habe dere Servus. Bis demnächst. Jawohl.